Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Call of Duty. Diesmal sind wir bei Call of Duty Ghosts angelangt und das ist ja der derzeit neueste Teil von Call of Duty zum Aufnahmezeitpunkt. Demnächst kommt ja Advanced Warfare raus und ja, den werde ich vielleicht auch spielen. Black Ops 2 ja nicht. Call of Duty Ghosts. Ich freue mich richtig darauf, das zu spielen. Ich hoffe, das stürzt jetzt gleich nicht ab. Bei dem ersten Mal ist es mir nochmal abgestürzt. Ah, dieser Scheiß-PC gesagt, ja. Arbeitsspeicher, fick dich doch, Arbeitsspeicher. Und diese Meldung, du kannst sie nicht abschalten, diese Scheiß-Meldung. Das ist das Schlimme. Wir spielen die Kampagne, ich habe dieses Spiel noch nicht gespielt. Ja, fortsetzen. Ja, Soldat. Es war eine andere Zeit, ein anderer Gegner. 60 Mann aus den besten Einheiten wurden geschickt, um sich 500 Gegnern zu stellen. Ihr Ziel war es, den Feind von einem Krankenhaus zu vertreiben und die Patienten zu retten. Drei Tage hielten sie durch, aber der Feind war zahlenmäßig einfach überlegen. Aus den 60 wurden 15. Noch eine Nacht würden sie nicht schaffen, und der Feind wusste das. Im Schutz der Dunkelheit evakuierten sie das Krankenhaus, schickten nur einen, um sie anzuführen. Der Rest kehrte zurück und bezog unter den Leichen ihrer gefallenen Kameraden Stellung. Da lagen sie und warteten, überströmt vom Blut der Gefallenen. Der Sand klebte an ihnen wie ein Schleier. Er veränderte sie, läuterte sie. Als der Feind kam, erhoben sich die letzten 14 aus dem höchsten Land. Sie waren unsichtbare Jäger. Gegen ihre Taten. Und niemand das Haus. Meine Fresse, hörte das rum mit dem Problem? Muss ich einfach mal reinquatschen. Das ist wirklich passiert? So geht die Legende. Ach, Dad. Du glaubst doch nicht, dass die Geschichten real sind. Ja, das mache ich. Los, gehen wir zurück zum Haus. Gehen wir. Na los, ja, toller Einstieg. Da ist jetzt mit Story wirklich nichts, sag ich mal, bisher. Liars, Hash. Erdbeben. Warum wird das bei solchen Dingern immer durchgemacht? Ja. Erdbeben soll es den Mainz auch geben. Habe ich schon Panik vor. Wahrscheinlich mitten in der Aufnahme. Der Wind wird auch stärker. Ja, was hat das mit dem Erdbeben zu tun?
los, ab ins Haus. Schaut, dass nichts kaputt ist. Ich versuch's. Hoffentlich haben wir eine Hausratte dagegen. Wird zumindest gut. Dad, was passiert hier? Was? Es ist Odi. Mit Odi? Ins Haus, Jungs. Los! Was ist mit Odi? Oh, da hat jemand seine Handbremse nicht reingemacht. Das ist kein Erdbeben. Das sehe ich auch. Okay. Ja, ich bin doch hinter dir. Was zur Hölle ist denn los? Ja, das weiß ich auch nicht. Das wüsste ich gerne mal. Was ist hier los? Was ist passiert? Wow. Schönes Haus haben wir wenigstens. Ich komme schon, ich komme schon. Wovon zur Hölle hat der gesprochen? Was ist Odi? Und das weiß ich auch nicht. Wow. Meine Güte, sind die reich, ne? Wahrscheinlich. Wow. Ne, nicht wirklich. Wir werden nicht sterben. Komm. Wir werden auch nicht sterben. Hilf mir hier. Na klasse. 3, 2, 1. Schieb. Vor 15 Minuten. Odin-Kontrolle. Ping der Orbitalwaffe erfolgreich. Roger, Mosley. Verfolge Waffentest für Signal. Hey Baker, hier ist unser Taxi. Rein mit uns. Shuttle hier Odin-Kontrolle. Empfangsbereit. Odin-Kontrolle. Mhm. Zur interessant. Im Roger, Weltraum. Da waren wir ja schon mal. Shuttle in Andock-Endphase. Shuttle 10 Meter. Beginne Rotation. Ich wüsste nur gerne, wie man sich so befreiwillig. Ich wüsste auch gerne, wie das mal ist, so wirklich komplett frei im Weltraum zu sein. Unter dir nichts als der Weltraum. Über dich die Erde. Mhm. Aber bitte langsam. Wie lange ist das her? 3 Monate? Jo. Ja dann, ach, Raumanzüge nicht. Person, okay, ich dachte erst, das wäre Menschen. Tag. PLC. Hilf mir beim Entladen. Ja, okay. Mach ich. Wow, wow. Was zur Hölle? Der Moment, wenn eine Raumstation angegriffen wird. Hauptsache sind ganz normale Laptops. Wow. Ja. Ach so. Ui. Was ist Was genau ist Odin? Was genau ist die Föderation? Baker, Achtung, da wird noch mehr. Ja, das sehe ich. Wieso kann man hier Geräusche haben, die so laut sind? Ziel Los Angeles. Es? Nein. San Diego. Erfasst. Nicht gut. Phoenix. Erfasst. Ja, gar nicht gut. Ziel Houston. Warum nicht? Nein, Houston ist nicht gut. Miami. Nein, Miami ist nicht gut. Ich würde hier gerne rein. Startbeladung eingeleitet. Mehr als 27 Millionen. Wow. Odin Kontrolle. Wir haben keine Wahl. Wir lassen die Station abstürzen. Tut mir leid, Mosley. Baker, wir müssen uns sputen. Naja, 2 Leute sterben dafür, dass 27 Millionen gerettet werden. Das ist ja was. What's fired? Wow. Wow. Ja, ich freue mich. Wow.
Eieiei. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir kommen dem Planeten aber näher. Aua. Das bedeutet, die Schwerkraft lässt doch immer weiter nach. Baker und ich sind noch hier. Heilige Scheiße. Verstanden, Mosley. Odin visiert Ladung 3 und 4 nicht mehr an. Aber Ladung 2 ist noch defensiert. Krieg im Weltraum. San Francisco, Denver, Kansas City, Chicago, oh Gott. Washington DC. Wir sind noch nicht fertig, Baker. Wir müssen zu Odin zerstören. Aber nach Hause schaffen wir es nicht, Baker. Mhm. Ich glaube ich auch nicht. Atlas, wie viele Grad sind zur Destabilisierung nötig? 23 Grad, Vakuum der Steuerbord. Fernlenksysteme antworten nicht. Na klasse. Wir versenken dieses Ding im Ozean. Ja, das wäre ganz praktisch, ne? Ach du Scheiße, was ist hier los? Was ist hier los? Wieso wird hier eine Weltraumstation angegriffen von so einer Föderation? Zünden Sie diese Treibstoffleitungen! Jo. Du hast ihn gehört, Baker! Feuer! Ja, das funktioniert auch so gut im Weltraum, weil die Kugeln ja so schnell fliegen dann. Oh. Ich hab dich, Baker! Einfach weiterschießen! Ja. Ich weiß nicht genau, wo drauf. Wow. 15 Grad. 23 Grad. Das reicht. Das ist genug, um sie abstürzen zu lassen. Mhm, mhm. Solarschüssel. Kontakt zur Odin-Kontrolle verloren. Ich wiederhole, Kontakt zur Odin-Kontrolle verloren. Uiuiui. Und wir verlieren uns auch gerade. Scheiße, das ist die Atmosphäre. Wow. Ach, das war Odin, scheinbar. Wow, was für eine Superwaffe das ist, scheinbar. Ach du Scheiße. Ja, hier, oder was? Und du glaubst, das ist eine Chance, da ist eine Chance dabei. Meine Güte, das Ganze, ganz, das Angel ist gerade, wow. Das Haus bewegt sich aber. Das könnte nicht tun. Wohin? Wow. Eieiei. Eieiei. Nach oben, wir müssen weiter nach oben! Ja. Ah, Billardtisch. Ach du Scheiße, was ist das denn wieder für ein Schaden, der da entstanden ist? Na, weiter, weiter! Jo. Mach ich. Wow. Ich drück da schon umschalten. Wow, Scheiße. Wow, LKW. Hashtag. Und das ist der neue Bruce Willis oder was? Elias. Ich hoffe es. Der Aufstieg der Föderation zur Macht begann bereits vor Jahren.
Als die großen energieerzeugenden Wüsten zerstört wurden, brachen die von ihnen abhängigen Weltmächte zusammen. Die Föderation erhob sich aus ihren Trümmern. Die Föderation hat ganz Südamerika unter einer Flagge vereinigt und bei ihrem Vormarsch nach Norden alles in ihrem Weg verschlungen. Als sie Odin gegen uns richteten, stand die Föderation direkt vor Amerikas Haustür, bereit für den Todesstoß. Sie dachten, wir wären schwach, eine leichte Beute. Wir kämpften. Das ist auch gut, sodass wir ein blutiges Patt erreichten. Und hier, jenseits der Krater des Niemandslands, führen wir einen defensiven Krieg gegen einen überlegenen Feind. Viking 6, seid ihr da? Hesh, Logan. Ah, verstanden. Ja, wir sind hier. Was gibt's? Berichte liegen vor. Dallas wurde letzte Nacht eingenommen. Die Mauer soll sofort überprüft werden. Oh Mist. Gibt's Überlebende? Negativ. Ich dachte, du kannst den Schlaf brauchen. Oh, Junge. Hör zu. Hey, Riley hat was entdeckt. Schnapp dir deine Sachen los. Auf jeden Fall machen wir jetzt einen Cut schön in den Krieg rein. Nachdem er geredet hat. Na dann, bis zur nächsten Folge.